Willkommen bei der Lifehackerin. Dies ist ein ganz spezielles Video, denn Ina ist endlich auch mal kurz vor der Kamera und es ist unser 100. Video. Deshalb verraten wir euch heute 10 Facts über die Lifehackerin bzw. über uns, die Macherinnen. Viel Spaß dabei! Nummer 1. Ina und ich sind beide zweisprachig aufgewachsen. Deutsch ist die gemeinsame Muttersprache, bei mir kommt noch Tschechisch dazu und bei Ina Rätoromanisch, die vierte Landessprache der Schweiz. Im Laufe der Jahre sind natürlich noch weitere Sprachen dazugekommen. Fakt Nummer 2. Früh übt sich, denn offenbar waren wir beide bereits als Kinder Lifehack-Profis. Ina hat ihr Nuscheli jeweils in die Waschmittelbox gelegt, damit es frisch riecht. Und ich habe den streng rationierten Käse beim Abendessen jeweils unter den Tellerrand gelegt, um ihn mir für den Schluss aufzusparen. 3. Wir interessieren uns nicht nur für Lifehacks, sondern auch für Kochen und Essen. Zur Fußball-WM 2014 haben wir den Blog Rivalenschmaus gestartet, indem wir die Nationen, die abends gegeneinander auf dem Platz standen, kulinarisch miteinander auf dem Teller vermählt haben. Und, große Vorankündigung, auch zur Fußball-EM in Frankreich wollen wir dies wieder tun, eventuell sogar als Videoblog. Fakt Nummer 4. Auch Musik ist eine große Leidenschaft von uns. Ina spielt Klavier und ich Gitarre und Bass. Nummer 5. Da, 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 da. Da-da. Obwohl wir leidenschaftliche YouTuberinnen und YouTube-Fans sind, ist bei uns am Sonntagabend der Tatort einfach ein Must. Nummer 6. Das Fernsehen ist denn auch unsere Ausbildungsstätte. Ina und ich haben zusammen über 20 Jahre beim Schweizer Fernsehen gearbeitet. Nummer 7. Und ja, beim Arbeiten haben wir auch den einen oder anderen Prominenten kennengelernt. Fakt Nummer 8. Im Winter gehen wir gerne in die Berge Skifahren. Das Tolle daran, ich habe jeweils eine private Skilehrerin dabei, denn Ina hat früher mehrere Saisons als Skilehrerin gearbeitet. 9. Beim Schreiben von Hand sind wir grundverschieden. Ich bin Linkshänderin und meine Handschrift und auch mein Zeichentalent sind, naja. Ina ist Rechtshänderin und kann auch gut zeichnen. Das finde ich zumindest so. Nummer 10. Die Lifehackerin gibt es nun seit bald einem Jahr auf YouTube. Zusammengekommen sind 100 Videos, fast 1000 Abonnenten und viele tolle Begegnungen online und offline. An dieser Stelle ein großes herzliches Dankeschön an euch alle. Ja, YouTube braucht viel Zeit, Fleiß und auch mal Nerven, aber macht einfach auch unheimlich viel Spaß und wir möchten die ganze Community echt nicht mehr missen. In diesem Sinne, auf die nächsten 100. Bis bald und tschüss.